Bunt, kreativ, überraschend. 19 Showgruppen aus ganz Deutschland und über 680 Kinder und Jugendliche. Das ist das Bundesfinale To You Stars 2024. Heute holen wir uns jetzt einfach den Lohn ab. Es war jetzt schon der Lohn. Alles, was jetzt kommt, ist einfach nochmal mehr. Und vor allem, wir sind bis jetzt sehr, sehr, sehr glücklich und sehr happy. Also ja, man sieht es, glaube ich, auch. Ja. Wir können uns schreien. Wir grinsen einfach nur. Ja. Faszinierende Vorführungen, mitreißende Stimmung und volle Ränge in der Schöneberger Sporthalle. Bereits zum dritten Mal richtet die Berliner Turnjugend die größte Kinder- und Jugendshow-Veranstaltung der deutschen Turnjugend aus. Jede Gruppe überzeugt nicht nur durch Akrobatik und turnerisches Können, sondern auch durch Kreativität in Choreografie, Kostüm oder Kulissen. In einem Auftritt steckt monatelange Vorbereitung. Ich war zwar aufgeregt am Anfang, aber beim Auftritt ist man dann nicht mehr aufgeregt. Da denkt man sich, ja, ich stehe jetzt hier, ich kann es auch nicht mehr ändern. Ja. Also ich fand es toll, dass alle Elemente geklappt haben. Gemeinsam haben alle Showteams aber eines. Sie wollen die Jury überzeugen, unter die besten 8 Gruppen kommen und somit ins große Finale einziehen. Berlin ist mit der Gruppe Reverse vom SC Siemensstadt sowie den Showgruppen des SV Berlin Buch und TSV Spandau vertreten. Das Showteam Reverse ist außerdem das Siegerteam aus dem Vorjahr. Wir hoffen einfach, unser Bestes zu zeigen. Wir gönnen es hier jeder Gruppe. Wir durften heute zugucken, weil wir ganz am Anfang dran waren. Und hier wirklich viel Talent auf der Matte. Und wir freuen uns über jeden. Wir gönnen es jedem. Und wir wollen heute einfach unser Bestes geben. Aber klar, ein bisschen Druck ist auf jeden Fall da. Im Finale zeigt sich dann erneut die bunte Vielfalt und hohe Qualität im Showbereich. Das Siegerteam Mini-Tastics der hessischen Turnjugend überzeugt mit Leidenschaft und Hingabe. Dahinter folgt die Avanti-Show-Akrobatik aus Baden-Württemberg. Und auch das Showteam Reverse gehört weiterhin zur Spitze und belegt Rang 3. Am Ende bleibt es aber für alle 19 Gruppen ein magisches Bundesfinale mit mitreißender Stimmung und faszinierenden Vorführungen. Alle bunt, kreativ und überraschend.